Hallo. Also, der Plan ist, wir gehen jetzt erstmal zu Taschkent und legen meinen Friseur ab. Dann filmen wir die ersten Szenen halt von ich sehe sie das erste Mal. Danach fahren wir Schloss Charlottenburg, machen Fotos, schöne Videos, fahren wir sie in die Wohnung und holen sie dann um 16 Uhr. Sie muss dann Hochzeit beginnt 17 Uhr, aber wir sind erst 18:30 Uhr, 19 Uhr da. Und wir? Hä? Und wir? Ja, ihr seid doch mit uns, Kolonne. Wie fühlt es sich an, Bro, dass der kleine Bruder heiratet und du sitzt noch zu Hause wie so ein kleiner? Diese Frage hatten wir schon beim Dings Hochzeitsantragsvideo. Leute, der Margin hinter der Kamera versucht mich immer in die Pfanne zu hauen, aber auf jeden Deckel ist ein Topf. So, Freunde, ihr wisst, heute ist der große Tag meiner Hochzeit. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, ich weiß gar nicht, was machen soll. Ich bin am Zittern. Begum ist jetzt vor mir in diesem Block drin. Ihre Haare wurden fertig gemacht, sie wurde fertig geschminkt. Sie ist komplett ready. Ich muss sie jetzt abholen. Ich sehe sie das allererste Mal komplett fertig, auch mit dem Kleid. Und danach geht es zum Shooting. Dann machen wir ein paar Fotos. Und von da aus fängt die ganze Hochzeit an. Kolonne, Hochzeit, Tanzen. Ich hoffe, alles wird heute gut laufen. Seit wann kannst du hübsch aussehen? Seit wann bist du hübsch? Außer diese Lippenstift an deinem Zahn, das geht immer noch nicht weg. Boah, ich bin sehr nervös, ja. Alter, ich bin sehr aufgeregt, ja. Wenn du wegen dem willst, würdest du nicht weinen. Ich hab auch gerade was gemacht. Warte, sieht so krass aus? Nein, du weißt, sie sah gerade so aus wie so ein Engel. Sie sah voll schön, also sie sieht sehr, sehr schön aus. Ja? Glaube ich, Walla. Ich bin sehr gespannt, Walla. Komm, bei uns Männer, wir sehen aus wie jeder Zweite. Jeder hat schwarz-weiß Anzug, der eine hat beige Anzug, der eine hat grauer Anzug. Thank you.
du Dings und sag Ali und so, die sollen hier vorne hinkommen. Ich schick dir jetzt Standort. Und ey, irgendeiner soll schnell oder Alex mit CLS oder so zur Apotheke, Bruder, ich brauch Blasenpflaster, irgendwas für meine Hacken, ich sterbe. Ich kann nicht laufen. Heide, was ist mit deinen Schuhen los? Ich hab Hacken, meine Hacken, ich krieg Blasen gerade. Man muss ja durch. Ja, da kann man nicht durch. Ganz einfach. Voilà. Da kann man ja nicht durch, Bruder, wie willst du denn laufen? Das tut dir übertrieben weh. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade an der Tankstelle. Wir haben leider keinen besseren Spot gefunden, weil Berlin voll ist. Und jetzt fahren wir in der Kolonne meine geliebte Frau abholen. Und von da aus fahren wir dann in den Saal als eine Kolonne. Und ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr nervös. Ich hoffe, alles wird inshallah gut laufen. Keine Unfälle, nix. Ich habe allen gesagt, dass jeder sich benehmen soll, weil wir sind deutsche Bürger und wir benehmen uns und halten uns an die Gesetze. Habe ich recht? Richtig. Und jetzt werdet ihr erstmal alles sehen, wie wir meine Frau abholen und dann die Kolonne. Der Bruder trägt Anzug, ja, er ist mein Bräutigam. Was bist du? Bräutigam. Du bist Bräutigam, wa? Ja, weil du es vorne. Soll ich sagen, ich glaube, die Nervosität ist ein bisschen weggegangen. Ich hoffe, sie kommt oben nicht wieder. Und ja, Mann. Du musst heute richtig abdancen? Nein. Auf gar keinen Fall, Digga. Du hast extra dafür geübt. Ja, Bruder, dieses Üben, vergiss das, Bruder. Ich will den Leuten keinen Augenschmerzen geben, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich bin... Weil was Tanzen angeht, immer noch nicht ready. Aber egal, ich gebe mein Bestes für meine Frau, für meine Prinzessin, die gerade nur am Handy ist, weil sie liebt mich gar nicht. Wo ist dich aufs Essen, Bruder? Aufs Essen? Ja, Mann, übertrieben, Alter. Leute, wenn ihr nur wisst, was für ein krasses Essen. Es gibt so richtig leckere Reis mit Roastbeef,
und so eine richtig krasse Soße, Bruder, heftig, bei Gott. Die sind extra 4 Wochen vor Hochzeit gekommen und haben Essen getestet. Und heute ist es einfach schon der Tag, ne? Ja, Mann. Es ist einfach. Überleg mal, Digga, wir haben immer gesagt, egal, noch 30 Tage, noch 29 Tage, noch 40 Tage. Jetzt, Digga, wir sind einfach da. Einfach, jetzt sagen wir, vor einem Tag, vor einer Woche, vor einem Tag. So krass. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich werde diese Frau heiraten und ich habe mein Wort gehalten und ich habe sie geheiratet. Also fertig. Ich halte mein Wort. Und diese Frau, und ich gebe noch ein Wort. Und wenn ich dieses Wort breche, bin ich der größte Hund. Wenn diese Frau nicht die Mutter meiner Kinder wird, könnt ihr alle mein Gesicht spucken. Ihr alle. Dann bin ich kein Mann. Ich liebe dich. Sehr schön. Ihr werdet sehen. Was sagen Sie dazu? Ich habe den besten Mann der Welt und ihm kann keiner das Wasser reichen. Hau raus, sag, sag, sag. Er ist der beste, coolste, schönste, verrückteste, untänzerischste. Weiter. Das mit dem Tanz noch üben. Das war's auch schon. Ja. Ja, alles gut. Wir sehen uns oben im Saal.